Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrauen zu Steck. Vertrauen auf Deutschland. Vertrauen auf uns. Und? Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch! Jawohl, Kommandant. Station voraus.
Arbeit an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Flieger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Katz. Los! Charles, Sie rücken vor. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie schnell ist diese Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Vorrücken und Verteidigungen zerstören. Verständliche Presse! Thank you.
Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Hey Gott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, dort nochmal. Sie sind so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun.
gilt für jeden hier. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Gerd, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und
Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Legen Sie los! Komm schon! Komm schon! Wie haben Sie Stefan repariert?
vorgeschobenen Basis. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Das wird erledigt!
Mann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Der Schuss ist abgeprallt!
Schnell! Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen! Vorsicht! Artillerie! Wir haben uns markiert! In Deckung! Schnell! Mehr können wir nicht tun. Herz, bringen Sie uns zur Brücke! Gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Das ist vorbei. Er war ein Verräter. Just give up, David! Ich bin genau! Sie sollen mich zurück in den Panzer steigen!
I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times, burning with hope. It illuminates a path through this wreckage.